Das Gutachten ist erstellt worden aufgrund der zunehmenden Verwendung von Pfefferspray durch die Polizei und aufgrund der zunehmenden Verletzung und Schädigung friedlicher Demonstranten. Man hat den Eindruck, dass die Polizei das Pfefferspray zunehmend als Allzweckwaffe willkürlich einsetzt und dem wollen wir doch genauer nachgehen. Bei Pfefferspray, da denken viele, das brennt halt in den Augen, aber so richtig schlimme Auswirkungen hat es nicht. Sie kommen jetzt in dem Gutachten zu einem anderen Ergebnis. Welches denn? Tatsächlich ist es so, dass Pfefferspray gar nicht so ungefährlich ist, wie man meint. Es ist so, wenn Personen gesundheitlich vorbelastet sind, beispielsweise Asthma haben oder eine Bronchitis oder Beruhigungsmittel genommen haben, bei diesen Personen kann das tödliche Wirkungen haben. Es kann sein, dass diese Leute ersticken oder aufgrund der chemischen Reaktion zu Tode kommen. Indirekte Wirkungen sind auch Schockzustände bei Leuten mit Herz-Kreislauf-Problemen. Das ist bisher kaum untersucht worden. Sie sagen jetzt, es kann zum Tode kommen. Es gab aber auch schon Todesfälle, auch hier in der BRD, oder? Ja, in den letzten beiden Jahren sind mindestens 4 Todesfälle dokumentiert. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit deutlich höher. Der Grund daran, dass sie kaum dokumentiert sind, liegt daran, dass bei forensischen Untersuchungen die Annahme, dass Pfefferspray im Spiel sein könnte, häufig gar nicht untersucht wird. Sie haben jetzt vorhin ein paar, Risikogruppen schon genannt. Was ist denn für die besonders gefährlich an dem Pfefferspray? Das Gefährlichste ist das Einatmen oder Verschlucken. Und da die Polizei in den Einsatzrichtlinien teilweise sogar darauf hinweist, dass man ins Gesicht sprühen soll, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es zum Verschlucken kommt oder zum Einatmen. Die Folgen können sein, dass es zu Atemnot kommt, zu Atemstillstand kommt, zu Schockzuständen kommt und eben im schlimmsten Fall zum Tode. Nun hat die Polizei aber heutzutage nun mal Pfefferspray, klar setzt ihr das dann auch ein, könnte man jetzt sagen. Es gibt aber auch das Gebot der Verhältnismäßigkeit und das wird Ihrer Meinung nach nicht eingehalten. Was steckt da dahinter? Ja, das wird sträflich vernachlässigt. Der Grund ist wohl, dass die genaue Benutzung von Pfefferspray in den Vorschriften der Polizei überhaupt nicht erläutert wird und dass die gesundheitlichen Risiken als Voraussetzung für den Einsatz überhaupt nie untersucht wurden. Das heißt im Grunde, dass die Behörden die Beamtinnen und Beamten ins offene Messer laufen lassen und hier das Risiko einer lebensgefährlichen Verletzung oder sogar ein Todesfall möglich sind. Und das bedeutet natürlich, so ein Risiko kann man nur um einen Platz zu räumen oder eine Schülerdemo beiseite zu räumen natürlich überhaupt nicht eingehen. Das steht in keinem Verhältnis und ist auch vom Grundgesetz nicht gedeckt. Lassen Sie uns noch mal kurz auf dieses Verhältnismäßigkeit eingehen. Also es gibt ja je nach Situation verschiedene Anweisungen dann bei der Polizei. Sie sagten vorhin aber, es wird oft willkürlich eingesetzt. Was ist wo wie verhältnismäßig? Naja, die Polizei setzt Pfefferspray natürlich dann ein, wenn es von oben angewiesen wird. Das konnte man ja auch in Stuttgart ganz gut nachverfolgen. Der Polizeipräsident hat es ja ausdrücklich gewollt. Natürlich müssen dann die Hilfskräfte informiert werden, aber es ist einfach so, dass der Polizeibeamte im Einsatzgeschehen das natürlich überhaupt nicht beurteilen kann. Er wird natürlich nicht den Demonstranten vorher fragen, entschuldigen Sie, ich möchte Sie mit Pfefferspray besprühen, haben Sie Asthma oder so. Und das ist eine völlig lebensferne Vorgehensweise. Und deswegen, ein Polizeibeamter kann überhaupt nicht einschätzen, ob es gefährlich ist. Deswegen ist das überhaupt nicht verhältnismäßig einsetzbar. Verhältnismäßig heißt ja, dass das Mittel eingesetzt werden soll als Hilfsmittel der Gewalt, das am wenigsten schädigt oder beeinträchtigt. Und das kann man bei Pfefferspray weiß Gott nicht sagen. Sie beklagen jetzt auch, dass die Polizei keinerlei Maßnahmen zur Erstversorgung von Pfefferspray-Opfern trifft. Sie hat aber auch keine Pläne für die Leute, die von Schlagstöcken getroffen wurden, oder? Na, es ist ja so, also bei einem Schlagstockeinsatz haben Sie natürlich eine sehr nahe und unmittelbare Auseinandersetzung mit einer Person. Wenn Sie die Bilder der Demonstration der letzten Zeit auf YouTube beispielsweise analysieren, werden Sie sehen, dass durch einen Einsatz, einen Spray-Einsatz 10 bis 30 Personen auf einmal verletzt werden können in mehreren Metern Entfernung. Nun weisen beispielsweise die Behörden in Bayern darauf hin, dass beispielsweise bei Asthmatikern oder Schwangeren oder Kindern die Rettungsdienste informiert werden sollen. Ne? Und das ist natürlich im Einsatzgeschehen völlig unrealistisch. Man wird ja nicht das Gedränge und Geprügel anhalten, um dann die Leute erst einmal zu Rettungsplätzen zu führen. Das ist völlig unrealistisch. Sie haben ja jetzt schon ein Beispiel aus Bayern genannt. Da sitzen wir ja mit unserem Radio und je nach Bundesland gibt es ja unterschiedliche Geräte, die eingesetzt werden. Und es gibt auch, Polizei ist Ländersache, unterschiedliche Polizeiregelungen. Wie sieht es denn hier in Bayern aus?
Also in Bayern ist es im Prinzip so, dass das Polizeigesetz regelt im Grundsatz den Einsatz von Hilfsmittel der Gewalt. Da wird im Prinzip dem Worte nach Pfefferspray genannt als ein Hilfsmittel der Gewalt. Und es gibt in einer Dienstanweisung noch nähere Hinweise dazu, wie das zu handhaben ist. Also es gibt insgesamt vier Arten von Spraygeräten, die eingesetzt werden können. Aber wie gesagt, die Verwendung von Pfefferspray und der genauere Einsatz bezieht sich im Grunde darauf, wie das technisch richtig funktioniert, wie sie technisch richtig gehandhabt werden. Und natürlich wird auch darauf hingewiesen, dass es zu gesundheitlichen Problemen kommen kann. Aber dass tatsächlich den Betroffenen richtig und angemessen geholfen wird, das ist gar nicht der Fall. Am schlimmsten ist es hier in Bayern, dass hier sogar Falschaussagen gemacht werden in den Hinweisblättern für die Polizei. Wie sehen die aus? Was sind das für Falschaussagen? Na, es gibt ein Handblatt, ein Informationsblatt für die Beamten. Dort steht, dass bisher keine Gesundheitsschäden durch die Wirksubstanz bekannt sind. Und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen in diesem Zusammenhang keine Zusammenhänge dokumentiert wären. Das ist völlig falsch. Es gibt mehrere Gutachten mittlerweile, die belegen, dass Todesfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen die Ursache sind. Die Partei Die Linke fordert jetzt ein Verbot von Pfefferspray. Die Polizei wird sich aber nicht so einfach von ihrer Allzweckwaffe Pfefferspray trennen. Das vermute ich auch. Also wir merken an der sehr spärlichen Reaktion der Bundesregierung, dass man natürlich auf diese, sagen wir mal, praktische Allzweckwaffe nicht verzichten will. Wir werden aber hier weiter Druck machen. Wir haben zunächst eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, wollen genau hinterfragen, was die Bundesregierung tun wird aufgrund der Erkenntnisse. Wir wollen wissen, auf welche medizinischen Gutachten man sich beruft beim Einsatz des Pfeffersprays und in welchem Maße es momentan auch eingesetzt wird, das Pfefferspray. Und wir werden den Bundestag damit befassen, ein Verbot von Pfefferspray durchzuführen.